Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bioshock. So, machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir gehen mit unser Schrot einfach gut um. Und ja, genau, ich nehme meine Nutte und gehe. Wer, wo, was? Vorsicht. Und, oh, ich muss nachladen. Ich bin das gerade nicht gewohnt, dass es auf der linken Seite ist, sondern eher auf der rechten. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Okay. So, Granaten sind leer. Du hast wenigstens ein paar Dollar. Und sie hat wenigstens ein paar Pistolenmunition. Was würde mir das eigentlich bringen, wenn ich das hacke? Machen wir mal. Ergebnis des erfolgreichen Hacken. Kosten reduziert. Gegner erleiden bei Benutzung Schaden. Ah, dann sollte ich die Dinger eigentlich auch immer mal mit hacken. Ja, komm, dann machen wir mal. So, Hacker-Profis hier. Sagte er und kriegt Probleme. Da. Da. Dann brauche ich noch einen. Dann müssen wir jetzt nach oben. 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 Da. So. Und noch einen. Und dann brauche ich nur noch einen geraden. Okay. Wunderbar. So. Wir können uns jetzt daran heilen. Müssen wir jetzt nicht wirklich. So, gucken wir jetzt hier nochmal. Schrot könnte ich eigentlich mal nachladen. Wie war das mit B, ne? Ja, ionischer Schrot, eine Kugel. Bist du gerade umgefallen oder was machst du hier? Ach, du hängst nur fest. Okay, gut. Dich darf ich aber nochmal nachladen. Und bei der Pistole. Ja, wir können jetzt auch wieder Pistole nutzen. Das Gute ist. Du bist gut soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schlecken, aber nur so kommst du an die Little Sisters ran und an das Elend, das sie bei sich tragen. Okay, weiter vorn ist noch eine Little Sister. Um das Elend von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst mit dem Big Daddy kümmern. Oh, hier ist so süß. So, Moment. Die Nadelpistole hier ist schon leer. Wir haben hier hinten noch die. Ich weiß ja nicht, ist Panzerbrechend nicht eigentlich besser gegen Big Daddies? Okay. Wow. Okay, ich muss kurz Muni wechseln. Wow, der war knapp. Oh, der war knapp. Oi, oi, oi. Der ist ganz schön fix, der Typ. Aber nicht der hellste. Okay, geschafft. Okay. Doch. 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 So, jetzt darfst du ein süßes Mädchen bleiben. Danke, Mister. Bitte. Danke. Ich finde die Süße voll klar, voll süß. So, Moment. Wenn ich Escape drückte, dann kann ich doch... Ah, okay. Heißt, wir können auch sehen, wie weit wir jetzt sind mit denen. Ich habe hier aber immer noch nicht den Türcode.
So, hier machen wir dich erstmal wieder voll. Ich habe den auch jetzt nirgendwo gesehen gehabt. Ich würde halt gerne wissen, wo ich jetzt den Türcode hergekriegt hätte. Ah. Okay, nächstes Mal guckt man sich auch besser um. 0451. 0451. Haha. Oh, sehr schön. So, wir haben hier einen Autohacker, eine Eve-Spritze, 00 Schrot und ein paar Patronen. Sehr, sehr gut. Aber hier fährt noch irgendeine Kamera oder irgendwas in der Richtung rum. Aber na gut. Ne, das war nur Wasser. Hier haben wir nochmal. Panzerbrechen. Was ist denn jetzt los? Warum, wieso? Ach so. Sorry, Mister. Hätte ich ja fast übersehen. So, eigentlich kann ich mir ja hier eins nehmen. Dann kann ich mir das hier rausnehmen. Frage ist nur, warum ist der jetzt da hingekommen? Und wo kommt jetzt hier schon wieder der Big Daddy her? Ich höre ja schon wieder irgendwo eingackern. Aber egal, wir gehen erstmal weiter. Rapture ist ja voll mit den ganzen Leuts hier. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Okay, dann werden wir einfach nur doppelt so achtsam auf uns sein und dann passt das. Wie war das nochmal? Nee, halt. So, und na... Na? Ist er jetzt da hinten einfach reingedüst, oder was? Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen. Tatsache. Na komm, schmeiß nochmal was. Zieh dich an, ekelhaft! Ja. Hä? Jetzt macht er hier auch noch Rauch. Oh, oh. Na, komm. Aufschlitzen. Und bitteschön. Und nochmal. Gut. Ist nicht so mein Plasmid. Muss ich ja ehrlich zugeben. So, wenigstens hat er ja was zu essen dabei. Also mal gucken, dass wir dann hier... Nee, ich soll doch hier lang. Sollte ich jetzt hier wirklich lang? Aber mir fehlt doch irgendwas. Irgendwas muss... Ah! Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt drüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Okay, ich freue mich auch. So, erstmal Geld mit einsacken und let's go. Wollen wir nochmal schauen, ob wir das nicht hinkriegen. Wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf der Suche nach besseren Versionen dieser Plasmide machen. Guter Tipp. Guter Tipp. Gib Geld aus, um dich an einer Medistation zu heilen. Na, zur Not. So, bitte den PC nicht neu starten. Jo. Wer weint denn da? Hallo? Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Okay. Hier haben wir nochmal 00-Schrot.
und eine Leiche mit Bandagen. Alter, du siehst so creepy aus. Dann Zirkus der Werte. Gen-Upgrades austauschen. Ah, sehr schön. Körpertonika haben wir keine. Techniktonika, ja, eine. Dann würde ich mal das hier austauschen gegens Abfackeln. Ja. Kann ich jedenfalls ein bisschen mehr mit anfangen als mit dem Rest. So, aber wir bleiben nochmal auf Elektro. So, dann gucken wir mal. Ionischer Schrot. Ich denke mal, den werden wir brauchen für die Big Daddies. Das heißt, ich muss dich hacken. Ich gebe jetzt das erste Mal Geld aus. So, da haben wir's. Nee, immer noch keine richtige Verbindung. Oh, 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 jetzt wird's aber knapp. Da haben wir eine. Dann brauche ich eine nach rechts. Eine nach oben schon mal. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Weiter nach oben. So, schon mal eine Schleife bauen. Und zweimal ran. Und siehe da. Unsers. So, ionischer Schrot. Jetzt günstiger. Aber immer noch eigentlich recht teuer. Ist besonders effizient gegen elektrisieranfällige Ziele. Ich weiß nicht, ob Big Daddy's jetzt Elektro... Aber ich denke mal schon. Ich nehme es einfach mal komplett mit. Genauso wie panzerbrechend. Oder eine Eve-Spritze. Ich werde mir jetzt nochmal ein paar Eve-Spritzen einführen und panzerbrechende Munition ein bisschen auffüllen. Oh, da ist sogar noch einmal übrig geblieben. Dann wollen wir hier. So. Ionischer Schrot. Ich hoffe mal, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und dann, ja, hier müssen wir weiter. Komme ich hier auch wieder zurück? Ich hoffe. Ja, hört sich schon mal nicht so gut an. Gleich schon mal das... Ah, ich sehe schon wieder Schatten. Hallo? Sicherheit geht jeden etwas an. 91 Tage... 4 Jahre... Okay. Oh. Ja, halte ich mal fest, ne? Was krabbelt da in meinem Garten? Niemand. Niemand krabbelt in deinen Garten. Verbandskasten und die Leiche hat nichts. Hallo? Aber die Tage vergehen wie im Flug. Aha. Okay. Dann hacken wir einmal das Ding hier. So, gucken wir mal, dass wir hier... Oh. Schon mal wieder nach oben gehen. Zur Seite gehen. Zur Seite. Zur Seite. Okay, war die richtige Entscheidung. Kann ich nochmal den Rest aufdecken hier. Dann gehen wir noch einen zur Seite. Dann einen nach oben. Noch einen nach oben. Noch einen nach oben. Und... Rinder. Wunderbar. Aha. Wie viel haben wir? 3 Stück. Und da haben wir Nummer 1. Dann können wir ja gleich mal meine Behauptung bewahrheiten. Ach, der schießt auch. Na denn. Wow. Einmal blitzen. Nochmal. Der war knapp.
Lass mich durch, lass mich durch. Alter. Schießt er mit einer Harpune auf mich oder was? Ne? Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein. Der hat eine Kontaktmine dahin gesetzt. Okay, schnell Eve nachladen. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn jetzt im Wasser kriege. Komm. Das ist so mies. Ich will hier durch, ich will hier durch. So, nochmal grillen. Ich habe gleich keinen ionischen Schrot mehr. Ich tu dir gar nicht weh. Uiuiuiui. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Jetzt ist genug. So. Du warst sehr gütig zu meinem Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Tannenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einen Teddybären, den du bei einem Gretel's Garden findest. Ja, wenigstens kriegen wir hier nochmal ein bisschen, Saft, aber wie gesagt, der ionische Schrot ist okay, aber hat mir jetzt halt nicht so viel gebracht. Ja, weil einfach zu viel Distanz zwischen mir und dem. Oh, wie kriegen den da jetzt weg? So. Ja, Eve-Spritzen haben wir auch schon fast keine mehr, das passt. Und jetzt haben wir auch mal ein bisschen was an Leben verloren. Meine Rose ist schon... Aua. Und hier soll ich jetzt lang? Kann hier nochmal kurz gucken. Lotz und Söhne. Hier möchte ich mich auch nochmal kurz ein bisschen umgucken. Und da hinten ist auch nochmal so ein Geschütz. Oh, wie mies ist das denn? So, hier einmal zur Seite. Schocken. Und hacken. So. Fix, 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 fix. Einmal weiter hoch, weiter hoch. Oh. Na okay, gut. Nicht weiter schlimm. Dann nehmen wir einmal den da. Dann setze ich den mal kurz dazwischen. So. So. Und dann brauche ich nur noch einen davon. So. Das heißt, ich hätte ihn hier in einen Hinterhalt locken können, ne? Aber gut. Schnell, 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 schnell. Au. Nochmal. Und jetzt. Kann man einmal Autohacken machen. Okay. Hör auf zu schießen da hinten. Ist jetzt ein verbündeter Kamerad. So, MG, Eve-Spritze, wunderbar. Was haben wir hier? Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Okay. Das heißt, wir haben den Schlüssel, um diese Tauch... Hoppala. Ich will immer Shift drücken für was anderes. Medical Expert.
Medical Expert verbessert ihre Verbandskästen, indem Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilen. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Du hast dein erstes Körpertonikum erhalten. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. Klaro. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alles. Ich schicke dir Seuchen. Na, das lief ja ganz gut. Jetzt muss ich das auch gleich ja schon verwenden. Da hinten ist schon wieder so ein Fatzke. So. Dein Geld nehme ich mir an mich. Eieiei. Davor waren wir wohl doch ein bisschen leichter drauf. Kommen die denn jetzt alle her? Und wieso kommen die dahin? Ich bin dankbar, dass ich keinen Schaden fahre? Was ist denn mit euch los? Alter. Erstmal ein paar Schrottypen ins Gesicht. Ich glaube, die Gegner werden jetzt von Level zu Level härter. Heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen mehr anstrengen hier. So. Oder? Ha? Da hinten ist noch irgendwas. Oh. Okay, das erste Ding ist schon im Eimer. Was haben wir hier hinten noch? Da blitzt es und blinkt es. Okay, MG-Patronen. War hier hinten noch irgendwas? Nur eine Kiste. Ansonsten nichts. Na gut. Kann ich auf der Kiste und dann hier... Nein. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Dann crouchen wir einmal hier hinten bis zur Tür. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber an der Stelle erstmal nochmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.